Soll ich alles ausmachen, damit wir gucken, wo du hochkommst? Nee, ne? Ich fahre jetzt mal ganz normal. Das könnte ich immer machen, ne? Diesen Berg zurück, den meinte ich. Das ist der einzige, wo es bei Regen Schwierigkeiten geben könnte. Ja, der ist bei Regen, ist das hier. Ja. Und wie wir letztes Mal in den Wald gefahren sind, da war es aus und trocken. Und dann wurde es rutschig. Ja, also den würde ich nicht mal hochfahren. Jetzt musst du die Wege mitzählen. Die müsste eine gelbe sein. Ja, steht ja auch. Ach so, kann das sein, dass sie jetzt Schilder hingemacht haben? Hast du jetzt hier? Ne, hier ist kein Schild rot, aber das sieht man auch eindeutig. Diesen Berg, das ist der schlimmste Berg, um hier wieder rauszukommen. Der einzige Berg. Ne, der einzige nicht, aber der schlimmste, finde ich. So, mitzählen, Thomas. Also wir fahren hier außen rum, wir lassen das alles hier liegen. Ach ja, so geht's auch, richtig. Und das ist der Märchenwald da hinten, glaube ich. Da war ich noch nie. Das ist ja auch gelb. Ja, da steht auch noch, dass du vorher anhalten sollst und gucken sollst. Ja. Und hier, soweit ich weiß, alle, die geguckt haben, sind nicht durchgekommen. Ja. Von unseren Leuten. Nein, also. Ich glaube, da war von unseren noch keiner drin. Nee, eben das, da brauchst du nicht rein. Hat sich das Guck, hier stand letztes Mal richtig alles unter Wasser, aber da wusstest du, hier konntest du fahren, weil es nicht tief war, das Wasser. Ne? Ja. Nein, da brauchst du nicht rein. Guck, die haben ihr Auto versenkt, die kommen zu Fuß. Ja, aber das ist. Nö, das sind immer Spaziergänger, ja, unterwegs. So, und da bin ich meines Erachtens rechts gefahren. Also, du sollst hier, also links geht's nach, geht's da in den Märchenwald rein. Ja. So, und hier rechts. Da müssen wir lang. Da müssen wir lang. Ja, meine ich. Ja, das ist die Strecke, die ich auch noch kenne. Den Weg kenne ich hier nicht. Aber den hier, das war okay. Links halten. Links, genau. Nur guck, ob da nicht irgendwo. Und das nennt sich hier Panzerwinkel. Ja, ob da nicht irgendwo einer aus der Seite rauskommt, das ist immer. Aber es sind sehr viele dabei mit ihren Autos, die auch wieder nach Hause fahren wollen. Ne? Ja. Ja, klar. Ja, und da habe ich mal Bilder gemacht und von der Brücke hat es einen Toten gegeben. Genau. Ne? Ja. Wieso? Runtergefahren. Oh. Alkoholisiert draufgefahren. Ach so, alles klar. Ja, gut. Das ist natürlich dann selber schuld. Und dann nicht mehr richtig. Und dann blöd draufgefahren und Und nach links hin bin ich noch nie gefahren. Und da hinten haben wir die anderen vermisst, die nicht mal mit dem Telefon mehr gefunden haben über Gabi. Die waren irgendwo da drin. Wo es da stand, so viel Wasser, da fahre ich nicht hinterher. Sag ich denn. Die haben mich da oben schon abgehangen, da hatten sie keine Lust zu warten, die Minute. Können wir jetzt hier nach links noch fahren, nach deiner Karte? Nein, also wir könnten theoretisch, fahren wir einmal im Kreis. Das macht ja nichts. Wenn es eine leichte Strecke ist, fahren wir im Kreis. Hier jetzt links oder was? Hier jetzt links. Guck, das meint ihr als Autobahn. Das war mal eine ganz gefährliche Strecke hier runter, da oben die durch. Die ist aber blau, ne? Die ist jetzt blau. Ja, ja, ich das weiß. Ist die blaue, und, die ich vorhin noch nie gefahren bin. Also hier kann ich links fahren. Hier steht links, da. Du bist jetzt da. Ja, eine blaue, einmal im Kreis. Das ist hier so eine Brücke, ist das? Und dann musst du da, hinten musst du da wieder links. Es kommt nur, wie wir unten ankommen.
Da musst du ganz langsam. Und das haben wir ja, habe ich ja mit Detona gemacht in Wesendorf. Jede Strecke gefahren, er gefahren, ich rausgesprungen, runtergelegt, geguckt, jo, kannst runter. Und da wussten wir Bescheid, dass wir beide fahren können. Und jetzt links, ne? Links. Und dann musst du hier wieder links. Hier schon wieder links? Ja. Ja, auf die Rot. Wollen wir jetzt mal nicht fahren. Weil das hier ist rot. Aber rot ist nicht das Schwerste, da, ne? Da ist das rot. Ja, aber rot ist nicht das Schwerste, ne? Schwere Strecke ist rot. Ja, und das Gelbe? Und das hier, das Ockerfarbene, ja, ist extrem schwer. Also wir bleiben blau, wenn es geht. Ja, blau. So. Da muss gleich ein Weg kommen von rechts. Nicht das ist. Das ist die Schleife hier, die rot ist. Mhm. Das muss also noch ein bisschen weiter nach unten kommen. Auf, da kommt sie. Ja, das Schlimmste sind die, wo du draufknallen kannst. Das ist ja alles Roman. Mein Licht wieder eingestellt, darf ich also nicht auf die Dings draufhauen. Wie tief sind wir hier? Das kann nicht tief sein, ne? Das ist der Weg, der jetzt hier rechts kommt. Ja, jetzt müssen wir hier unten runter durch. Gerade hier, ne? Ja, genau. Hier unten runter durch. Und das war da, wo wir aufgeschlagen sind letztes Mal. Hat man hierher gekommen, da rum. Also. Weiß nicht warum. Und da hinten, wo wir vor der Pfütze rum. Das war die große Pfütze, ne? Ja. Da müsste, die war an dem Tag allerdings ein bisschen tiefer. Ja, da müsste, ja, man weiß ja nicht, wie tief die ist. Da müsste man gleich von der Seite vorsichtig reinfahren. Dann weiß man noch, ob man von der anderen Seite rüberfahren kann. Ne? Denn die Straßen, das muss nicht immer stimmen. Bloß ist ja schon mal schön, wenn man sieht, die... Und so, wenn du hier blau fahren willst, ja, sicher. Dann musst du hier links. Ich bleib auf blau. Wir wollen dir ja nur die Gegend zeigen, wo wir hin können. Witz ist, ich könnte im Prinzip nur hier, nur das Stück hier fahren, nur das Stück. Ja, das Blaue, wir fahren Blau. Ja, so. Jetzt, ja, ich fahre auch nichts anderes. So, und dann, ja, aber wenn wir einmal rum wollen, wenn wir hier also einmal rum wollten, müssten wir rot fahren, müssen wir hier rechts hochfahren. Ja. So, das ist, wir sind jetzt die ganze Zeit hier gefahren. So, und wenn wir jetzt zurück wollten, Da müssen wir hier rot fahren. Nein. Na klar. Klar. Wir sind jetzt hier einmal im Kreis gefahren. Ja, die haben die Strecke gemacht, dass du so als Kreis fahren kannst. Können wir auch machen, aber ich kann auch die rote fahren. Ich nehme doch an, dass da noch beide Straßen sind. Deutschland ist Rechtsfahrgebot, ne? Nicht auf dem Gelände. Nicht auf dem Gelände? Nö. Und da kommt einer. Oh, der fährt richtig tief. Haben sie es dann tiefer gemacht? Oder fährt er nur langsam? Er fährt nur langsam. Wir müssen jetzt hier rechts. Rechts? Ja klar. Wir sind jetzt hier dieses Stück gefahren. Also da ist eine Brücke, und da müssten wir dann entweder hier so rumfahren oder halt eben, also das wäre halt, das wäre dann also so wenn rum. Eine Landkarte dreht. Nein. Lass mich nur mal hier so.
So, wir sind jetzt hier an der Kreuzung. So, jetzt können wir rechts fahren. Geht das? Oder wir können links fahren. Geht das für kleine Autos? Ja, da kommt ihr hoch. Weil die rot eingezeichnet haben, deswegen. Ja, nö, also das glaube ich, das packt ihr. Wenn ich sage, kleine Lemberg. Aber nein, das müsstet ihr eigentlich schaffen. Da brauchst du auch. Ist ja nicht mal Wasser drin. Hä? Ist ja nicht mal Wasser drin, das ist ja trockene Räder. Ja, nee, oben ist nichts mit Wasser, das ist trocken. Da kommt's links. Gut. Ciao. Merci. Die Autobahn. Hoffentlich bleibt das so, wir müssten aber oben sein. Zwar geradeaus, nicht mehr. Hier hat der Thomas letztes Mal gedreht, da, wo ich gesagt habe, hier geht's besser. Aber das konntest du nicht wissen. Jetzt müssten wir an dem Berg sein. Du auf deiner Karte auch? Ja. Ist doch noch ein bisschen matschig. Alles matschig. Ja, aber das sollte aber theoretisch gehen. Hoffen, dass die alle unten sind. Und da oben bin ich hängen geblieben. So weit bist du gekommen? Ja. Bist du sicher? Absolut. Ach, der Rest ich weiß ja, wie weit. Es war schieben können. Ja, genau. Oh, ein Stück. Ja, da bin ich hängen geblieben. Das habe ich hier nicht mehr geschafft. Ja, aber jetzt ist trocken. Also rein theoretisch würde ich sagen, würde das gehen. Lohnt aber auch nicht mehr. Wegpunkt 5. Haben Sie die eingemalt, diese Wegpunkte? Ja. Ja, schön. Ja. Richtig durchs Wasser gehen. Hier ist schon mal mehr Wasser drin. Ja, das ist auch noch nicht das richtige Loch, glaube ich. Denn das müsste breiter sein. Weil ich immer rechts oder links gefahren bin. Meinst du das da? Nee, das kommt oben auf dem Berg, glaube ich. Ja, weil irgendwo da auch mal Bilder gemacht wird, ne? Das weiß ich jetzt nicht genau. Da waren irgendwie andere Büsche noch. Ja, hier kannst du jedenfalls nicht groß ausweichen. Kannst du so ein paar Zentimeter fahren. Ja, muss ja nur, du weißt nicht, was für Steine drin sind. Deswegen. Ich habe eine Weste vorne gemacht. Hier habe ich eine Weste. Ja. Wo ist die denn jetzt hingegangen? Da. Moment. Das ist keine Wespe, das ist eine Bremse.
so weg. Aus? Ich glaube ja. Ja, die Bremsen, die tun weh. Ja. Ich weiß nicht, wann es war. Oh, hier kommt die große Pfütze. Ah ja, da kommt die große Pfütze. Hier aber hat Carola mal die Fotos gemacht. Ja. Hier oben sicher. Sind die schon mit dem 3er BMW gewesen, mit 5 Mann da. Ohne Allrad. Also man kommt hier hin. Hier schön da, mit Parkplatz. Wo er jetzt durchfährt, da hat Carola... Oh. Oh, das ist aber richtig tief, ne? Abgeholt. Weil da ja Andreas dann einmal mit Karacho durchgefahren ist, als Carola dann geknitzt hat. Das ist aber tief da vorne. Was sagt ihr? Das war ganz gut. Das ist aber ganz gut. Ja, denn hier war das so. Und hier war das von den Armen gegeben. Aber fest darunter. Ja, aber ich meine, die hätte an einer anderen Stelle gelegen. Da war doch an für sich überhaupt kein Platz. Die musste auf dem Bauch gelegen haben. Ja, die hat hier in der Seite im Gras gelegen. Ja, hat es auch nicht öfter gemacht. Einmal. Ein einziges Mal. Aber wirklich voll und hoch. Haken bist du auch noch durchgefahren. So, Thomas, du bist dran. So, wo möchtest du denn jetzt lang? Hier lang? Ja, das so hier. Wie ich fahren darf. Das hier, das rechts. Hier, das ist hier runter, da ist sowieso alles rot. Hier ist, das Stückchen hier ist dann blau. Ja, und darf ich mal gucken? Ja. Das ist doch genau. Wo sind wir jetzt? Da war die 5, haben wir gehabt. Wir sind hier jetzt, ne? Wir sind da an dem genau an auf der Kreuzung. Ecke. Genau. Ja, ja, das ist klar. Und bis da unten hin. Guck, da sind die damals runtergefahren. Ich habe hier von oben Fotos gemacht. Und dann musste ich von da zurücklaufen zum Auto. Das waren vielleicht 150 Meter da am Berg. Und da hatten die keine Lust mehr auf mich zu warten. Danach habe ich sie nie wieder gesehen. Na gut, selbst schuld. Bis da unten sind sie gefahren. Da haben sie gedreht. Und dann fahren wir auch bis da unten. Okay. Waschanlage macht um 6 und so kann ich dreckig werden. Da haben wir mit dem Rio drin gesessen, bevor er dreimal schalten musste, ne? Weißt du auch noch, Gabi? Ich weiß nicht, was. Ja, geradeaus und dann da. Wir fahren oder in der zweiten Rutsche? Ach so. Wir sind ja mit zwei Touren. Die zweite, würde ich sagen. Ja, okay, dann war ich. Das ist Wegpunkt 6 ist das. Ja, da ist warum? Nur rot oder so, ne? Ja, genau. Ja, bei dem Wetter kannst du vielleicht auch da durchfahren. Aber wer hat Lust zum Schieben noch? Keiner, so wie ich euch kenne. Aber Beifahrer müssen schieben, das ist klar, ne? Zeigst du mir erstmal, wo die Fernbedienung ist. Wofür? Für die Seilwinde, damit du dich rausziehst. Standheizung Seilwinde liegt im Küchenschrank. Seilwinde, Standheizung. Monika, die brauchst du doch nicht mehr. Denn jetzt ist mir letzten Monat, glaube ich, schon zweimal passiert. Was macht denn hier so ein Krach?
2,25 Meter. Okay. Ja, da unten hat Falke drehen können. Dann werden wir das wohl auch hinkriegen. Und hier wieder hochkommen, hoffe ich. Na, also wenn das hier nass ist, dann... Ja. Dann hast du Spaß ohne Ende. Hat da was zu tun. Ja. Nee, da läuft der hoch, ohne ein Problem. Aber hier fahre ich nicht hoch. Nee, das musst du auch nicht. Haben wir denn hier noch so ein bisschen Verschränkungs... Oh, da ist ein Berg, der ganz schön hoch. Das finde ich jetzt gar nicht gut. Ja, setzt da auf. Nee, wir sind gut. Doch ja. Dann brauchen wir keinen Gang mehr. Ein bisschen Sprit sparen. Müsste mal die Stelle zum Umdrehen kommen. Oh, da sind böse Steine. Ich glaube, hier ist die Stelle zum Umdrehen. Kann das sein? Ah, dunkel, ja, sicher. Also wir sind jetzt hier. Da. Mehr wie 1000 Umdrehungen. Sieht fast so aus. Verdammt viele spitze Steine zwischen. Ich muss sagen, die 100 Meter gefallen bin ich, nur wegen den spitzen Steinen. Aber so sieht das. Ja, ich fahre jetzt wieder nach links. Das Getriebe, die Sperre nicht quer. Deswegen habe ich sie jetzt rausgemacht. Und am Berg voll blockiert, wenn du ein paar Mal anfahren musst, dass die Kupplung nicht immer reinrast. Der zieht nämlich erst vorne, dreht dann durch und dann kommt er hinten. Um das Ganze zu umgehen, gleich blockieren. Da war ja nicht mal Wasser, ne? Dann fahren wir so rum. Da ist alles rot, ne? Ja.
sollte man nicht stehen bleiben. Doch mit Beifahrern geht das. Ich weiß ja, wer die Stiefel mitnehmen sollte. Oder mitbringen sollte. Ja, das stimmt. Ja. Das warme Luft und dann ja Hose hoch, dann wohl auf. Genau. Hoffen, dass man nicht ausrutscht. Ja, auf diesem Stück hier, wenn der eine entgegenkommt, mit dem ist sowieso zu eng, aber auch ein normales Auto, da musst du wirklich gucken, dass sie nicht aneinander rutschen. Ne? Jetzt, so geht das, auch wenn das alles richtig schmierig ist. Und die mit ihren Scheiß drehen, weil die Leute sonst nämlich einfach auf die Wiese gefahren sind mit einem Rad. Ne? Ja, weil auch die Kühe. Ja, hätten sie ein bisschen weiter weg machen können. So, jetzt braucht keiner mehr kommen, bis er unten hin. Siehst du was? Bist weiter auf der Seite? Nee, Achtung, jedenfalls. Nein, das ist aber schön. Ihr könnt ja auch Kamera anmachen, da sehe ich noch was kommen. Was du so gar nicht siehst, da sind ganz gewaltige Löcher zwischendurch drin, wo die mit ihren Spezialautos nur durchkommen. Aber da wollten sie Stunde 200 Euro für haben, das war mir zu viel für alleine fahren. Was ist da dann drin? Das ist so ein Auto, da sitzt du nur im Kasten drin, in so einem Gitterrahmenauto. Ich glaube 200 PS oder sowas. Ein Drehmoment ohne Ende. Ja, ja, irgendwie sowas. Ja. Kommt mal an, ne? Da sind wir rausgekommen und kommen auch hier wieder rein, ne? Das war alles mal eng hier, da passen die Autos so eben zwischen. Das haben sie jetzt richtig schön gemacht. Ja, durch Regen. Nein, nicht die Mutter mitgeschnitten. Ja, da vorne, das war es wirklich richtig eng. Da habe ich beim ersten Mal auch gedacht, naja. Die sind alle, da steht einer. Steht einer? Da steht einer. Oder nur Fußgänger. Wir gehen mit dem Hund spazieren. Und du bist jetzt sicher da geradeaus, auf der Blauen. Darf ich auch mal? Bitte schön. Wir müssen jetzt zwei blaue parallel. Da hinten ist die Brücke, die ist da. Mhm.
Da hinten ist die Brücke. Wo meinst du denn, wo wir sind? Wir sind hier. Da drin, ne? Ja. Würde ich auch sagen. Das war, haben wir die Fußgänger getroffen. Jetzt kommt noch eine hier zur Brücke. Ja, tatsächlich daher. Ja, genau. Mich wundert das, dass die erste Straße überhaupt nicht mehr drauf ist. Vielleicht haben sie gesperrt. Nee, ich sehe die Autos ja fahren. Da so oberhalb vom Campingplatz oder oberhalb vom Restaurant. Du meinst die hier? Die ist im Augenblick nicht freigegeben. Das Stück hier, das hier oben, da, das Stück hier, da da ist Matsch und da ist nass, da ist nasse Pfützen. Da. Da ist doch blau. Also ja, das ist egal. Blau heißt nicht, dass da nicht Pfützen sind. Nee, aber dass du da herfahren kannst. Ja, dass du da herfahren kannst. Weil den Weg, wir fahren jetzt hier runter, da durch die Büsche durch, so, und dann kannst du dann ja überlegen, ob du dann da unten dann am Waldrand dann halt eben dann da lang fährst. Ich weiß jetzt nicht, ob der Weg offen ist hier runter. Ja, aber da sind doch die anderen vorhin auch auf und runter. Ach so, das ist das. Da ist das Restaurant. Ja, ja, bloß, dass wir von hier auf den Weg kommen, weil ich immer den von unten gesehen habe. Wo die versaufen, das war hier, ne? Genau, hier war das. Am Campingplatz rumgehauen. Ja, fahren wir mal ein Stück weiter. Mal gucken. Das Gefühl, dass das nicht die Straße ist. Ich habe ein ganz blödes Gefühl dabei. Thomas, das stimmt was nicht. Mach was du willst, da fahre ich nicht rein. Das da drüben ist die eine. Entweder haben die eine Straße vergessen oder wir vertun uns ein wenig. Ich glaube, die sieht hinten. Ne? Alles grün nehme ich an, ne? Ja. Rückwärts kommt geht das besser. Weil da dürfen wir nicht, das ist eine Straße. Hier ist einmal Schrott. Ja. Nicht hinter dem Jeep, ja, ne? Steht da, Achtung Panzer. Ja, genau. Und wo muss ich jetzt her? Wo sind wir? Wir sind da. Da an der Gabelung. Das muss ein T-Kreuzung sein, ne? Geht dann mal ein, vier Seiten. Ja, meine ich, ja. Da. Auf der Ecke sind wir, da, ne? Da. Also müssen wir theoretisch da hoch. Ja, und da links. Da geht's. Da hoch. Vor dem Jeep, also da, wo der. Also wir müssten da links fahren, nicht da, wo der Jeep hochfährt. Wo der Jeep versucht. Du kannst auch hier geradeaus fahren und fährst dann halt eben dann hier rum. Das ist die Schleife hier. Das ist die Schleife. Also du kannst einmal so im Kreis fahren oder einmal so rumfahren. Kannst du dir aussuchen. Also wir brauchen außerhalb vom Jeep bleiben, richtig? Ja, du musst vorher vorne links fahren. Vorher? Vor dem Jeep links fahren. Ja, da geht auch noch ein Weg. Da geht eine Straße hin? Ja, da geht ein Weg, ja.
alles die scheiß Steine oder sowas. Das tue ich. Schotter. Ja, die haben die Rettich aber jetzt verlegt. Ja, also da hätte ich mit meinem Vorderradantrieb wahrscheinlich auf die Dauer Probleme. Ja, das mit dem Anti-Schlupfer. Das geht doch ganz schön hoch hier. Ja. Jetzt seid ihr sicher, vor dem Jeep. Da links. Nein, das ist ein Weg lang. Da links. Nicht außen rum? Ne, hier, da. Ihr seid verrückt. Ich weiß nicht, wo es da runter geht. Nee. Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Nicht, dass er in den Furchen hängen bleibt. Bist du sicher, dass wir immer noch richtig sind? Also, wir sind hier an dem Weg da. Ja. Dann müsste ich jetzt nach links weg. Du müsstest jetzt da lang fahren, da geradeaus. Bist du sicher? Nein, ich meine, ich sehe vorne von der Strecke nichts. So, ich weiß nicht, wie es hier vorne runter geht. Keine Ahnung. Ja, das kann... soll blau sein. Ja, wenn du auf der richtigen Straße bist. Das ist gar nicht so schlimm, das war nur hier so ein Stück. Aber jetzt kommt das unten, das einknickt. Oh, 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 oh. Wer hat immer noch gefilmt? Ich wollte doch gerade sagen. Nein, nein. Ist jetzt nur vorne mit dem Aufsetzen. Das wäre blöd. Okay. Null Problemo. So. Und das sagst du gerade auch. Das soll blau sein. Hier, und dann fahren wir irgendwo da hinten dann die Schleife und dann kommen wir gleich wieder an der Kreuzung nach links raus. Weg. Ja, ja, klar. Hier, wir fahren, guck hier, wir fahren dieses Stück jetzt ein Stückchen ja, du hoch. Nee, ist in Ordnung. Ich bin jetzt im Moment nicht mehr so richtig mit deiner Karte klar. Ich habe vorhin meine Augen mitgedreht, wie du die Karte verdreht hast. Okay, Strecke fahrbar. So, und wann biegen wir links ab? So, das ist jetzt, das ist dieser Winkel hier, der rot ist. Ja, okay. Da, ne? Also so, wenn du geradeaus weiterfährst. Und der müsste dann nach links weiter runter. Ja, genau. Ja, da unten fährt ein Auto. Sieht aus wie ein Duster. Das war keiner. Ja, wenn hier noch so ein paar rumfahren, dann hat man ja Glück. Aber so hart wie das alles kann, so höchstens was kaputt fahren, aber festfahren. Ja, wenn du aufregst in der Mitte. Ja, wie bist du hier noch durchgeschüttelt? Geht. Geht es gut. Oh, 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 wenn Moni den Film sieht. Uiuiui, ich hab den Zeug hier lieber nicht. Nein. Du musst den Ton nur wegmachen. Nee, ich hab. Weiß ich nicht, doch, ich hab extra angemacht dafür. Nein, das mit Ton. Meinst du, wie schön ich das da alles rausschneiden kann? Machst einen Film für Moni und einen für Wolfgang. Nee, ich glaube nicht, dass ich da einen Film mache. Das sieht ja albern aus, so langst. War das die richtige Strecke oder die das zweite? Hier, das gut. So, das ist hier die Strecke, die rot runterkommt. So, jetzt bleibe ich auf der äußeren, ne?
Ja, genau. Auf der linken Seite haben wir nämlich rote Strecke. Nee, nee, das wollen wir nicht. Also, ja, ich war hier hinten noch nicht, weil ich mir nie getraut habe, alleine hinzufahren. Also das sieht ganz danach aus, als würden sie jetzt noch nachschottern. Ja, das ist hier die rote Strecke, die hier links daneben verläuft. Ja, die Rieschenbrenner sind auch nicht mehr unterwegs jetzt. Glücklicherweise. Aber bis auf die besoffenen Holländer, die wieder Holz hintergebunden hatten, haben wir noch nie irgendwas von Ärger hier gehört. Ja gut, den Toten, aber das war ja dann auch wieder Alkohol. So, das nennen die blau. Ist ja schon drin. Und das nennen die blau. Na, zurück geht's jetzt nicht mehr. Wenn es nicht schlimmer wird. Wenn der fest was zum Backen hat, dann geht der überall durch. Aber so kann er nicht sagen. Ich fand das tief genug. Ja, es war schon. Ich muss meine Lampen unten wieder sauber machen. Jetzt nehme ich mal an. Also, der ist hier, ich würde sagen, der ist bis hier oben hin voll. Der ist schmutzig, ja. Jetzt sag mir, wie wir hier am besten rauskommen. Immer noch weiter geradeaus? Also das ist hier die Parallelstrecke. Das ist die gelbe und die rote. Ja, so. Und die rote sind wir jetzt gerade mal gefahren. Nein, eben nicht. Wir sind die blaue. Wir sind das Stück gefahren. Da, von da bis dahin. Ja, und dann sind wir nicht abgebogen. Ja, aber irgendwie müssen wir doch einen Schlenker machen, wenn ich das richtig sehe. Wir sind um das Rote oder das Rote kommt da, den müssen wir jetzt hier. Da müssen wir hier links. Die führt parallel dazu. Das ist die gewesen, die ganze Zeit die gewesen. So, dann müssen wir jetzt hier lang und dann rechts. So, weg, Sprit raus. Und dann müsste das hier die rote sein. Dann. Nee, die war dann ganz rechts, würde ich eher sagen. Nein, die rote liegt ja hier rechts, da. Ja, der Wasserweg, den hätte ich jetzt als rote gesehen. Nee, der war nicht rot, der war blau. Das ist dann der Clou der ganzen Sache gewesen. Das sieht tiefer aus. Ja. So, und ich denke mal, und da siehst du da. Ich sehe hier aber noch nichts, was mir bekannt vorkommt. Also, weiß ich nicht. Das dauert noch ein ganzes Stück. Jetzt. Müssten wir nach. Ja, bestimmt nicht nach rechts, nehme ich mal an. Doch, nach rechts. Hier sind wir an der Kreuzung. Ja, siehst du da, das ist die Kreuzung. So, jetzt können wir uns. Da können wir nicht runterfahren, weil da ist eine Sperre. So, also wir müssen jetzt da hochfahren. Da vorne ist der Jeep wieder. Wir sind von da gekommen. Ja, genau. Da fahren wir jetzt wieder. Also nicht nach rechts, nach links. Richtig? Da und dann nach rechts. Ja, da nach rechts, aber wir haben erstmal die Ecke. Naja, wir haben es ja hier. Oh, meine Kamera ist dreckig. Kann ich so ausschalten, weil ich nichts mehr sehe. So, na, dann ist das Wasser aber hoch hinaufgekommen. Ja. Aber solange ich nicht drin anhalten muss, weil die stehen da alle, ne? Hier sind wir doch eben hergekommen, ne? Ja, und da kommen wir dann wieder weg. Okay. Da, wo die hinfahren, da laufe ich nächstes Mal hin. Aber jetzt ist mir das zu spät.
steht, haben wir eben auch gestanden, ne? Und den durchgelassen, richtig? Wir sind von da gekommen. Ja, genau. Das wird die Busfahrer hatten. Da fahren wir jetzt auch wieder lang. Ja, ich weiß nicht, weil wir mal unten waren, da Zipfel zu sehen. Wobei ich das Gefühl habe, ich kann mir. Aber ist egal. Konnte man vorne nicht so genau sehen. Nee, von der anderen Seite. Als wir eben da standen, konnten wir ja nicht da hinten hin. Da können wir jetzt den blauen Weg nach Hause fahren. Ja, ja, genau. Ist die Brücke, da kommen welche her. Da ist die Brücke. Dann können wir noch einen weiterfahren und da nach rechts. Und da, das ist die große Brücke. Ja, da müssen wir ja vorher. Das heißt also den nächsten rechts. Hier rechts. Da geht's hoch. Hier sind wir eben hergekommen. Und das ist die Holzbrücke. Ach, das Ding. Ja. Habe ich nicht mal als Brücke an. Ja, doch, das ist eine. Ja, stimmt. Da fette Bohlen drauf. Das eine Jahr, das letzte Jahr, als wir hier waren, war die noch nicht befahrbar, weil die Holzdielen noch nicht richtig zugematscht waren. Jetzt müssen wir rechts, um nach Hause zu jetzt, kommen, richtig? Na, jetzt nach rechts. Machst du dein Fenster heute bitte nicht auf, ne? Nein. Gut. Nee, weil das dann so knirscht, dann muss nein, ich erst waschen. Nein, nachher wird das Fenster verkratzt. Warum kommt der nicht? Weil er Angst hat. Such den Gang noch. Wieder ein Kind am Fahren. Ja. Wenn du nach links willst, musst du blinken. Ach, schöner Umbau. Das Auto würde mir auch gefallen. Ja, das ist ein Kind, das ist eine Fahrstunde. Ja. Das sehe ist wieder nur die rechte Seite dreckig, wie bei Moni. Immer Moni-Seite ist immer so dreckig. Also nachher wieder positiv, habe ich den Dreck an der Hose. Da kannst du ja dran denken, dass du einen großen Schritt machen musst. Ja, da weiß ich nicht mehr, will ich nicht mehr rüber. Wie es nur hier heil rauskommt. Jetzt nach links, richtig? Nach links. Ja. Ich will nur gucken. Ich will nur gucken. Nee, das Wasser ist zu tief, würde ich sagen. Das sieht mir zu tief aus. Ist auch als rot gekennzeichnet, ne? Ja, das ist das Stück hier. Das ist das Stück.
Ja, da kann man mal richtig ein paar Stunden drin wandern, wenn die am Ball an sind, da drin in den Löchern. Da fahren auch die Land Rover normal nicht durch, das sind nur die anderen oder Unimog oder sowas in der Art. Ja, ist der Panzerhügel hier, ne? So heißt er. Ja, kann sein. Aber da unten sitzen sie am meisten fest, der Zauberwald, was glaube ich heißt das, ne? Ja. Genau. Ja, da muss man da mal auf der Wiese parken und gucken gehen. Da kann ich ja dann auch in der Woche mal hinfahren. Nicht mit Schwung, könnte einer kommen. Bist du noch auf der Strecke mit deinem Finger? Weißt du noch, wo wir sind? Ja, ich weiß noch, wo wir sind. Wir sind da, wo ich hängen geblieben bin. Hier bist du noch nie gewesen. Hier bist du noch nie gewesen. Da an dem Baum da, da bin ich hängen geblieben. Du meinst, hier bist du noch nie gewesen. Oder bist du alleine gefahren? Nein. Mit mir ich jedenfalls. Ich bin hinter dir hergefahren. Ach, so, dann bin ich hier hängen geblieben. Nein. Nein, Thomas, das ist ein Kilometer weiter auf der anderen Seite. Das ist auf der anderen Seite. Ja. Das ist hier der Rückweg zum. Hier sind wir vorhin hochgefahren. Ja, wir sind hier. Da hinten sind wir. Ja, den Weg hier habe ich gesucht, der jetzt links geht. Ist der denn eingezeichnet? Das ist der hier. Das ist dann wie am Waldrand lang. Ach so, und das ist die weiße Strecke hier. Ach, deswegen suche ich mal den Weg. Die weiße Strecke habe ich jetzt gar nicht als Strecke angeguckt, das Stück hier hoch. Nein, alles klar. Dann sind wir jetzt da. Und dann kommen wir an die Stelle, wo du hängen geblieben bist. Oder zumindest, wo wir hochgefahren sind. Ja, da wollte ich auch nicht durch. Und das ist ja blau hier, ne? Ja. Das hier ist blau. Das da durchfahren ist vielleicht nicht so schlimm, aber nö, die Schräge geht auch, wenn du links bleibst. Da kommen noch ein paar Wege. Kommt auch ein Wasser noch. Das ist der Ding, um zu nennen. Läuft nicht voll. Scheiße, nee. Ja, da merkst du aber auch schon, dass die Asyl-LKWs ja, auch am Rand lang gefahren sind. Und ja, nicht. Das ist ein Truppenübungsplatz hier gewesen von der Bundeswehr. Die haben sie nicht für das da angelegt. Ach, jetzt kennst du dich wieder aus. Und jetzt weißt du, dass wir da hochgefahren sind. Wir sind da hochgefahren. Siehst du? Also war das doch der falsche Baum. Ja. Zumindest von wo wir hier waren. Aber alle Bäume sehen gleich aus. Nee, nee, der war grüner. Runter oder nochmal hoch? Ich will nicht meine Stelle des Versagens sehen. Okay. Das reicht auch. Bis nächstes Mal sortieren. Ich weiß jetzt, wo die Anti-Schlupf-Regelung funktioniert. 100%.